Es war ein Buch des Bösen, gefertigt fernab unserer Welt, in einer anderen Zeit. Die Seiten gegerbt aus der Haut eines Dämons, beschrieben mit dem Blut von Mördern und Verbrechern, enthielt es die Geheimnisse der Hölle, offenbarte dem Leser alle Schrecken, derer die Mächte der Finsternis fähig waren. Das Studium der Schrift führte in den Wahnsinn, bedeutete den Zerfall von Hoffnung und Glauben oder bescherte seinem Besitzer das Wissen um die Schwachstellen der dunklen Seite. Das Buch war eine Waffe. Eine Waffe, die seit Jahrtausenden als verschollen galt. Doch in Wahrheit lag das Buch an einem unscheinbaren Ort. In Sicherheit. Unentdeckt. Bis heute. Ja? Sinclair? Genau der. Es wurde entdeckt, Sohn des Lichts. Wer spricht da? Fahre nach Dorset, Geisterjäger. Myxin? In einem kleinen Dorf namens Horlin wirst du es finden. Was soll das? Wovon redest du? Man nennt es das Buch der grausamen Träume. Nie davon gehört. Das Buch birgt ein großes Geheimnis. Verdammt, Myxin, bist du das? Es verrät, wie man den schwarzen Tod vernichten kann. Die Zeit ist knapp. Der Kampf um das Buch hat längst begonnen. Warum erzählst du mir das alles? Es verschafft mir Vorteile. Aber sag mir, wie ich... Myxin? Myxin! Ach, verdammt. Donnerstag, 21.53 Uhr. Horlin, Dorset. Komm schon. Nicht schlapp machen. Nur nicht schlapp machen. Liu Zhen hockte in einem kleinen, unhandlichen Nachen, den er durch das regelmäßige Eintauchen eines langen Holzpaddels in das schlammige Wasser mühselig flussaufwärts bewegte. Der Sumpf um ihn herum stank nach Fäulnis und Nässe, und das hohe Gras an den Ufern wirkte im fahlen Mondlicht wie eine gespenstische Landschaft aus einer anderen Welt. Doch davon ließ sich Leo nicht abschrecken, denn der 32-jährige Ganove aus Pool war sich sicher, hier in dieser gottverlassenen Gegend auf einen unbezahlbaren Schatz zu stoßen. Er suchte ein Buch. Ein Buch über schwarze Zauberkunst, von dem auf der ganzen Welt nur ein Exemplar existieren sollte. Seine Freunde hatten ihn ausgelacht. Wieder mal, denn Leo war bekannt für seine Neigung, vor jedem Coup Gläser zu rücken, um etwas über den Ausgang der Aktion zu erfahren. Bisher hatten ihm die Geister nicht geantwortet. Doch gestern, ja, gestern. Der Raum, in dem er seine amateurhafte Beschwörung abgehalten hatte, war plötzlich eiskalt geworden. Etwas war bei ihm gewesen und dieses Etwas hatte ihm zugeflüstert: Horlin, komm nach Horlin, Leo. Die Stimme hatte ihm genau erklärt, was er tun sollte, wo sich das Dorf befand, dass die Flussfahrt beschwerlich werden würde und dass ein Licht ihm den Weg weisen würde. Na also, wer sagt's denn? Das Licht schien trübe aus einer kleinen, baufälligen Hütte. Liu Zhen stieg an das Ufer und befestigte das Boot an einem absterbenden Ast. Vorsichtig näherte er sich dem Häuschen, schlich geduckt an den mit einer grünlich-schmierigen Schicht überzogenen Fenstern vorbei, ohne einen Blick in das Innere zu riskieren. Er wollte auf keinen Fall entdeckt werden. Schließlich erreichte er die nach fauligem Holz riechende Hintertür. Die Farbe war abgeblättert, die Klinke fehlte. Das Schloss hing lose im Morsch. Leo stutzte. Wieso war die Hütte so ungesichert? War alles ein Teil der Tarnung? Der Ganove zog seine 9mm Automatik und atmete noch einmal tief durch. Dann legte er seine Hand gegen die Tür. Eine unheimliche Szenerie erwartete ihn. Das Licht, das Leo von draußen wahrgenommen hatte, wurde von einer einfachen Kerze gespendet, die den Raum in ein gespenstisches Rot tauchte.
Die Kerze stand auf einem alten Holztisch, an dem, gekleidet in einen weißen Kapuzenumhang, ein dämonisch grinsendes Totenskelett saß, das seine Knochenarme angewinkelt auf ein Buch gestützt hatte. Leos Augen wurden groß. Er hatte es gefunden. Das Buch der grausamen Träume. Und sein Wächter war inzwischen offensichtlich tot und verfault. Nun vergaß Leo alle Vorsicht, lief mit großen Schritten auf das Gerippe zu. Ja, das ist es. Das ist es. Ein gleißender Blitz war durch den Raum gefahren. Und da, wo noch vor einem Augenblick das Skelett über dem Buch gesessen hatte, stand nun ein großer, hagerer Mann, der mit seinem knöchernen Zeigefinger auf den Gangster zeigte, der verunsichert zurückwich. Du hättest es nicht berühren dürfen, Leo Chen. Gib mir das Buch, oder ich schieße. Du bist des Buches nicht würdig, du Wurm. Bleib weg. Ich drück ab. Stehen bleiben! Nichts wird dich nunmehr retten. Nein! Leo Chen glaubte, seinen Verstand zu verlieren. Die Kugeln waren an dem Alten einfach abgeprallt. Ohne eine Miene zu verziehen, kam der Unheimliche weiter auf ihn zu. In Panik warf sich Leo herum, hetzte zur Hintertür und blieb abrupt stehen. Mehrere hochgewachsene Gestalten versperrten ihm den Weg. In ihren Händen trugen sie Fackeln, Keulen und Heugabeln. Was soll das? Was wollt ihr von mir? Wir bringen dich fort. Fort? Was meint ihr damit? Zu deiner Hinrichtung. Was? Nein, lass mich! Nein! Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Donnerstag, 22.10 Uhr, Dorset. Sag mal, John, bist du sicher, dass das hier die richtige Straße ist? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das hier überhaupt eine Straße ist. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, dreht um, sonst landet ihr im Sumpf. Du Komiker. Na mal ehrlich, dieses Dorf liegt wirklich mitten im Nirgendwo. Aber so weit kann es doch nicht mehr sein. Naja, der Weg ist schon richtig, aber sieh dir mal die Brühe da draußen an. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Oh, das könnte Bill sein. Ja, Sinclair? Hi, John. Bill, was hast du herausgefunden? Nicht viel. Von diesem Buch ist nur in ganz wenigen alten Schriften die Rede. Schieß los. Also, geschrieben hat es wohl einer der Urdämonen. Nach Platon ist es ein verbotenes Buch, in dem mehr enthalten ist als nur Text. Was denn noch? Davon ist nirgendwo die Rede. Aber sogar Al-Hazred schien es gekannt und gefürchtet zu haben. Er schrieb, das Buch handle nicht nur von dem Bösen, sondern wäre selbst ein Teil davon. Du meinst, das Buch ist gefährlich? Ihr solltet es auf keinen Fall berühren, John. Wer weiß, was für eine Macht darin steckt. Man munkelt sogar, dass es einst ein ganzes... John, Vorsicht! John? John, was ist los? Nichts weiter, Bill. Hier steht nur ein Lebensmüder mitten auf der Straße rum. Ich rufe dich später zurück, ja? Alles klar, bis dann. Der Typ muss ja völlig irre sein. Und besonders freundlich sieht er auch nicht aus. Was macht er denn da? Er winkt uns zu. Ich schätze, er will, dass wir aussteigen. Tun wir ihm doch den Gefallen. Guten Abend, verzeihen Sie, wissen Sie zufällig, wie weit es noch bis Harlan ist?
Verpiss dich. Oh, was für eine herzliche Begrüßung. Das war keine Begrüßung. Wir wollen keine Fremden in Holland. Das heißt, wir sind ganz in der Nähe, ja? Das heißt, ihr beide seid tot, wenn ihr nicht sofort wieder verschwindet. John, irgendwie habe ich den Eindruck, der Onkel mag uns nicht. Oh, das ist aber schade. Dabei habe ich extra für Holland mein Hemd stärken lassen und... Ich erstarrte. Links und rechts von uns tauchten plötzlich düstere Gestalten aus dem Nebel auf. Ich zählte 6 Männer auf jeder Seite. Sie waren mit Knüppeln und Holzlatten bewaffnet. Verdammt, John, das sind zu viele. Ganz ruhig, Suko. Vielleicht lassen die ja mit sich reden. Das war's denn wohl mit dem Reden. Die ersten Schläge konnte ich noch abwehren. Dann traf mich etwas seitlich am Kopf. 1000 Sterne explodierten vor meinem Auge. Ich streckte meine Arme aus, stützte mich am Bentley ab, als mir ein weiterer Schlag endgültig das Bewusstsein raubte. Sie hatten Leo Jen an Händen und Füßen gefesselt und auf das Floß gebracht, das sie nun weiter flussaufwärts trug. Der hagere Mann, der Leo in der Hütte überwältigt hatte, stand steif wie eine Statue auf den Holzbohlen und blickte stumm nach vorn. Die Fackel in seiner Hand warf bizarre Schatten auf das graugrüne Wasser. Gesteuert wurde das Floß von 4 Männern. 2 weitere hatten sich links und rechts neben Leo aufgebaut. Als der Ganove versuchte, sich aufzusetzen, drehte sich der Alte unerwartet um und stieß ihn mit seinem rechten Fuß zurück auf die Planken. Du bleibst liegen. Aber was hab ich denn getan? Ihr könnt mich doch nicht... Und ob wir können? Aber ich... Bemühe dich nicht, es gibt kein Zurück. Du hast schon zu viel gesehen. Ich vergesse das Buch, ich vergesse alles. Bitte, ich kenne ja nicht einmal Ihren Namen. Ich heiße Gerald McKenzie. Nein, ich habe nichts gehört. Gerald McKenzie. Nicht! Ich werde keinem etwas sagen. Garantiert nicht, Leo. Aber das ist doch Mord. Mord? Soweit ich mich erinnere, hast du vorhin auf mich geschossen. Ja, aber doch nur weil... Weil du das Buch haben wolltest. Du wärst über Leichen gegangen. Bitte, lass mich doch gehen. Schweig jetzt. Zita erwartet dich bereits. Zita? Wer ist Zita? Dein schlimmster Albtraum. Die Männer steuerten das Floß auf das Ufer zu und ließen es auflaufen. Gerald McKenzie ging als erster von Bord, gefolgt von den 4 Ruderern, während die beiden Wachen Leos Fußfesseln lösten und ihn unsanft vom Boden rissen. Dann stießen sie ihn vor sich her auf einen kleinen Pfad, der die Gruppe durch das undurchdringliche Wirrwarr des Sumpfes führte. Einige Minuten liefen die Männer durch die Nacht, dann endete der Pfad vor einer Hütte. Todesangst stieg in Leo auf. Bitte, können wir nicht noch einmal über alles... Kein Laut, verstanden? Also gut, Männer. Es ist soweit. Ihr wartet hier, ich komme gleich zurück. Der Alte lief zur Eingangstür, zog sie auf und verschwand im Inneren. Plötzlich wurde es still. Selbst die Tiere und Insekten des Moors schienen den Atem anzuhalten, als wüssten sie, dass etwas Schreckliches geschehen würde. Dann wurde die Tür wieder geöffnet. Gerald McKenzie blieb vor dem Eingang stehen. Das rote Licht aus der Hütte hüllte den Alten ein. Ein kurzes Nicken und sofort packten die beiden Wachen Leo und gingen mit ihm auf die Tür zu. Leo wollte etwas sagen, McKenzie um Gnade bitten, doch seine Kehle war wie zugeschnürt. Rein da mit dir! Bitte, bitte, ich... Fast wäre Leo gestolpert, doch er konnte sich fangen und blieb auf den Beinen. Dann hob er den Blick. Und sein Blut gefror in den Adern. Nein. Oh, nein. Das ist doch nicht. Das kann es doch nicht. John. John, mach auf, verdammt. John, dein Schuh. Lange hatte ich nicht geschlafen, allerdings fühlte sich mein Schädel doppelt so groß an wie sonst.
Erschöpft hob ich den Kopf und versuchte, mich zu orientieren. Ich befand mich im Fond meines Bentleys. Meine Hände waren mit Drähten zusammengebunden. Zuko lag neben mir oder genauer unter mir und kämpfte verzweifelt mit meinem rechten Fuß, den ich während meiner Bewusstlosigkeit ungewollt auf seinem Gesicht platziert hatte. Oh, John, jetzt langsam tut's echt weh. Zuko, oh, Verzeihung. Ah, danke. Wo sind wir hier? Im Wagen. Das weiß ich selber. Wo ist der Wagen? Ich schätze, auf dem Weg nach Horlin. Sag mal, kannst du deine Finger bewegen? Ich glaube nicht. Diese verdammten Drähte sitzen ziemlich fest. Meine Hände sind schon ganz taub. Ja, meine auch. Hey, John, wir werden langsamer. Ein Glück. Ich möchte endlich wissen, was das alles hier soll. Der Wagen bockte zweimal nach vorn, dann standen wir. Zwei Männer öffneten die Türen, packten uns unter den Schultern und zogen uns raus. Im ersten Moment glaubte ich, im Mittelalter gelandet zu sein. Ich sah mehrere alte einstöckige Häuser, aus deren Fenstern vereinzelt gelbliches Licht fiel. Es gab keine Kirche, kein Gasthaus, nur einen alten Brunnen. Um uns herum hatten sich mehr als ein Dutzend Männer platziert, die uns mit ausdruckslosem Blick anstarrten. Und dann hörten wir die Schritte. Mehrere Männer traten zur Seite und öffneten eine Gasse für den Ankömmling. So, so. Sind uns also zwei Fliegen ins Netz gegangen, was? Ich konnte ein Lachen kaum unterdrücken. Der Mann, vor dem die Dörfler in Ehrfurcht zurückwichen, erinnerte frappant an einen hässlichen Kobold. Er war kaum halb so groß wie ich, hatte dicke rote Lippen und eine übergroße Säufernase. Er blickte uns so böse an wie ein Zwergpinscher, dem man sämtliche Haare ausgerissen hatte. Obwohl die Gestalt eher komisch wirkte, spürte ich, dass wir uns vor diesem Gnom in Acht nehmen sollten. Wer seid ihr? Touristen. Touristen, natürlich. Und wieso weiß ich als Bürgermeister nicht, dass Touristen nach Horlin kommen? Vielleicht wollten wir sie überraschen. Vielleicht willst du das Buch, Geisterjäger. Oh, dann brauche ich mich ja nicht mehr vorzustellen. Man hatte uns schon vor dir gewarnt. Du tauchst immer zu den unpassendsten Gelegenheiten auf. Aber ich lasse nicht zu, dass du alles verdirbst. Bitte, was soll ich verderben? Mag sein, dass du der Sohn des Lichts bist. Aber du wirst wie die anderen scheitern. Welche anderen? Die, die vor dir gekommen sind. Die, die das Buch der grausamen Träume haben wollten. Und was ist mit ihnen passiert? Das wirst du doch früh genug herausfinden. Ah, das scheint ja ein richtiger Überraschungsurlaub zu werden. Aua! Nicht schlecht für einen Teletubby. Dir wird dein Spott noch vergehen. Spätestens, wenn wir den Hexentest mit euch durchführen. Den Hexentest? Los, Männer! Schafft die beiden ins Verlies! Hey, ist ja gut. Sachte, ja? Rühr mich nicht an! Rühr mich nicht an! Die Männer brachten uns zu einem baufällig wirkenden Gebäude, dessen Fenster mit massiven Brettern vernagelt waren. Der Zwerg schob sich vor und schloss die Tür auf. Dann wurden wir einen engen Flur entlang getrieben, bis zu einer weiteren Tür. Dahinter lag eine Steintreppe, die in den tiefschwarzen Keller führte. Ich bekam einen kräftigen Stoß und segelte die Stufen hinunter. John, bist du okay? Ja. Ich hab mir schon gedacht, dass die uns runterstoßen würden. Viel Spaß da unten! Wartet! Lasst uns wenigstens eine Kerze hier! Verdammt, ist das dunkel hier. Hast du noch deine Waffe? Ich glaube schon. Ich auch, John. Die haben uns nicht einmal gefilzt. Dann sind sich die ihrer Sache sehr sicher. Und was sollen wir jetzt machen? Gute Frage. Ich versuche mal rauszufinden, wie groß dieser Raum ist. Verlauf dich nicht. Und? Ja, nun, Moment. Ich habe keine Lust, gefesselt vor die Wand zu laufen. Tun Sie mir nichts, bitte. Nein, nein, keine Sorge, ich tue Ihnen nichts. Was ist schon? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin hier über eine Frau gestolpert. Lassen Sie mich doch gehen. Ganz ruhig. Ich will Ihnen nichts tun. Ich bin ein Gefangener wie Sie. Wirklich? Ganz ehrlich, haben Sie keine Angst. Wir sind von der Polizei. Polizei? Mein Name ist John Sinclair. Julia de Vries. Ich komme aus Holland. Holland? Wie sind Sie denn in dieses Kaff gekommen? Ich wollte durch England trampen. Ein Anhalter hat mich in dieses Dorf mitgenommen. Ich wurde sofort hier runtergebracht. Wann war das? Gestern, glaube ich. Meine Güte, Sie frieren ja. Das Wasser ist nicht gerade warm. Diese Schweine. Und wer ist Ihr Freund? Einen Moment. Zuko? Nicht so laut. Ach, Mann, Zuko, hast du mich erschreckt? Entschuldigung, war keine Absicht. Das hast du auf Delos auch schon gesagt. Wissen Sie, was die Männer da oben vorhaben? Nein, und ich habe keine Lust darauf, es herauszufinden. Julia, sind Sie gefesselt? Ja. Mit Draht? Nein, mit Stricken. Können Sie Ihre Finger bewegen? Ja, ein wenig. Das ist gut. Okay, hören Sie.
Suko und ich sind mit Drähten gefesselt. Versuchen Sie bitte, meine Fesseln so lange zu drehen, bis sie aufgehen. Also gut, ich versuch's. Ja, hier sind meine Hände. Ich hab den Draht. Gut, Julia, drehen Sie. Ja, das ist ganz schön schwer. Kommen Sie, nicht aufhören. Beeilt euch. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Keine Panik, Julia. Sie machen das gut. Macht weiter. Ich werde versuchen, Sie ein wenig abzulenken. Gut, Suko. Los, rauskommen! Nein! Wenn ihr euch nicht auf der Stelle bewegt, werden euch meine Männer zusammenschlagen. Kommt ihr wohl raus? Glaubst du im Ernst, ich komme rauf, nur weil du mir mit deinen komischen Türstehern drohst? Ich bin frei, Suko. Also gut, ich komme rauf. Hier lang, los! Schneller! Auf den Marktplatz! Ich kann nicht weiter. Ich habe mir beim Sturz in euer Verlies das Bein geprellt. Du weißt gar nicht, wie egal mir dein Bein ist, du dreckiger Hurensohn. Stehen bleiben. Keiner rührt sich oder ihr braucht einen neuen Bürgermeister. Tut, was er sagt. Runter mit den Waffen. Los. Macht schon. Nun macht schon. So ist es gut. Und jetzt löst ihr den anderen beiden die Fesseln, klar? Das werden sie nicht tun. Zita würde uns alle umbringen. Wer ist Zita? Das darf ich dir nicht sagen. Mach endlich die Klappe auf, Pumuckel. Ich darf nicht. John, Vorsicht. Die Dorfbewohner hoben plötzlich wieder ihre Waffen und kamen auf mich zu. Ich zählte 20 Männer. Zu viele. Hier kommst du nicht mehr raus, Sinclair. Los, pfeif deine Männer zurück. Ich kann nicht. Sie gehorchen mir nicht mehr. Hau ab, John, verschwinde. Ich blickte verzweifelt in alle Richtungen. Noch war hinter mir der Weg frei, doch die Männer begannen einen Kreis zu ziehen. Ich musste handeln, schleuderte den Zwerg gegen die Meute und spurtete los. Was denn? Los, holt die Hunde, sofort! Hunde werden John nicht aufhalten. Noch ein Wort, Chinese, und ich hetze die Viecher auf dich. Da kommen sie. Los, ihr Bestien, fasst ihn, reißt ihn in Stücke. Ich jagte über das Pflaster in eine schmale, stockfinstere Gasse und hoffte, dass sie mich schnell zur Hauptstraße führte. Doch die Gasse erwies sich als ziemlich lang. Und je weiter ich rannte, desto dunkler wurde es um mich herum. Und dann hörte ich die Hunde. Angst stieg in mir auf. Die Tiere kamen schnell näher. Hektisch blickte ich die Wände hinauf, suchte nach einer Feuerleiter, als plötzlich ein irrsinniger Schmerz mein Bein durchfuhr. Hätte ich meinen linken Arm nicht instinktiv hochgerissen, hätten mir die rasiermesserscharfen Zähne das Gesicht zerfetzt. Panisch griff ich mit meiner rechten Hand um mich, bekam eine leere Flasche zu fassen und knallte sie dem Tier mit voller Wucht auf die empfindliche Nase. Die Bestie ließ von mir ab. Augenblicklich war ich wieder auf den Beinen, als ein weiterer Schatten auf mich zusprang. Mit dem Mut der Verzweiflung griff ich nach dem Tier, packte es an der Kehle und knallte den Kopf gegen die Backsteinwand. Ich spürte, wie der Schädel brach. Ich verlor keine Sekunde, hetzte weiter die Gasse hinunter und erreichte einen Hof, der von einer Steinmauer umgeben war. Ein alter Karren stand dicht davor. Ich sprang auf den Wagen, zog mich an der Mauer hoch und landete auf der anderen Seite in einem Beet. Ich rannte weiter, durchbrach einen baufälligen Holzzaun. Die Hunde waren mir immer noch auf den Fersen. Das Gelände wurde plötzlich abschüssig. Von meinem eigenen Schwung getrieben, fiel ich hin, rutschte einige Meter dem Fluss entgegen und wurde von einem Gebüschgürtel gestoppt. Schon waren die Hunde da. Ich zog meine Beretta, streckte den Arm ohne zu zielen aus und schoss. Der zweite Hund hielt inne, zögerte. Er war verunsichert, wusste nicht, ob er mich angreifen sollte. Ich erleichterte ihm die Entscheidung. Puh! Und lass dich hier nie wieder blicken, du! Oh Mist, gönnt mir doch mal eine Pause. Die Dörfler kamen. Und sie waren schnell. Fieberhaft blickte ich mich um. Links und rechts von mir lag offenes Feld. Bei dem hellen Mondlicht wäre ich ein leichtes Ziel gewesen. Blieb nur die Flucht nach hinten. Doch da war eine Klippe. Der Fluss rauschte ca. 5 Meter darunter. Ich würde springen müssen, wusste aber nicht, wie tief das Wasser war. Aus dieser Höhe auf einem Stein zu landen, war alles andere als gesundheitsfördernd. Oh, verdammt! Sie hatten mich entdeckt. Nun blieb mir keine Wahl. Ohne lange nachzudenken, rannte ich auf die Klippe zu und stürzte mich ins Ungewisse. Leo Jen glaubte, seinen Verstand zu verlieren.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf eine unglaublich widerwärtige Scheußlichkeit. Ein Geschöpf, das es nicht geben konnte, nicht geben durfte. 7 Arme ragten aus einem nackten Frauenoberkörper, auf dem eine von Abscheu und Hass erfüllte Fratze saß, die Leo mit gelb-rot leuchtenden Augen fixierte. Während sich die Gliedmaße der Kreatur langsam und schlangenähnlich hin und her bewegten, war ihr Körper von der Hüfte abwärts mit einem übergroßen, raupenähnlichen Schwanz verschmolzen, der aus regungslosem Stein gewachsen zu sein schien. Doch weder der wurmartige Unterleib noch das Grinsen auf dem entsetzlichen Gesicht des Ungeheuers brachten Leo an den Rand des Irrsinns. Es waren die Arme. Auf 6 der geöffneten Handteller lag jeweils ein Männerkopf. Die Köpfe waren kurz unter dem Adamsapfel mit den Handflächen verwachsen. Und die Köpfe lebten. Ihre traurigen Augen waren geöffnet, blickten schmerzerfüllt ins Leere. Aus ihren halboffenen Mündern drang flehendes Stöhnen. Leo konnte den Blick nicht von der Bestie abwenden. Zitas Blicke durchdrangen ihn, paralysierten ihn. Und plötzlich streckte das Monstrum seinen 7. Arm aus. Die Hand war leer und Leo verstand. Es ist soweit. Mit dem Kopf dieses Mannes werde ich wieder völlige Kontrolle über meinen Körper erlangen. Ja, Zita, endlich kannst du dein Gefängnis verlassen. Dann bist du frei und kannst gehen, wohin du willst. Wer sagt denn, dass ich gehen möchte? Aber ich dachte, du... Vielleicht gefällt es mir hier. Aber das Dorf. Du hast doch versprochen, das Dorf in Ruhe zu lassen, wenn der Fluch von dir genommen ist. Das alleine reicht mir nicht mehr. Aber was willst du denn noch? Ich will das Buch. Das Buch? Woher? Ein alter Freund hat mir davon erzählt. Ein alter Freund? Bring mir das Buch, Jared McKenzie. Nur so wirst du deine Leute befreien. Du weißt, dass ich das nicht kann. Dann wird das Dorf niemals aus dem dunklen Schlaf erwachen. Ich darf dir das Buch nicht geben. Es gehört mir nicht. Und dem schwarzen Tod gehört es auch nicht. Aber wenn ich dir das Buch gebe, dann... Dann wirst du sterben, Gerald. Du stirbst und das Dorf wird leben. Ich weiß nicht, ich... Was überlegst du noch? Seit über 300 Jahren bist du Wächter und Hüter des Buches. Ich weiß, dass du dich nach Ruhe und Frieden sehnst. Erlöse dich von deinem jämmerlichen Dasein und das Dorf von meiner Geißel. Aber das Buch ist sehr mächtig. Oh ja, seine Macht wird meine Position im Reich der Finsternis festigen. Ich werde den schwarzen Tod stürzen und die Menschheit vor dem ewigen Chaos bewahren. In Ordnung, Zita. Ich bringe dir das Buch. Hast du nicht etwas vergessen, Gerald? Vergessen? Ihn. Die Hexe deutete auf Leo Jen. Angst stieg in dem Ganoven auf. Er wollte aufschreien, um sich schlagen und wegrennen, doch er war wie gelähmt. Widerstandslos ließ er sich von 2 Männern zu einem Holzblock schleifen. Sie beugten den Mann vornüber, legten seinen Kopf auf die kalte Oberfläche. Leo konnte über den Rand hinaus auf den Boden sehen. Ein Metalleimer stand dort. Er blickte in die Öffnung des Behälters, konnte nicht glauben, was ihm hier widerfuhr. Sollte dies wirklich sein Ende sein? Würde man ihn tatsächlich abschlachten wie einen räudigen Hund? Der Schmerz war intensiv, aber nur sehr kurz gewesen. Leo verlor für einen Moment die Orientierung. Dann sah er plötzlich die Wand des Eimers um sich herum. Er begriff nicht, aber das war nicht weiter schlimm. Denn Finsternis hüllte ihn ein und trug ihn davon. Weit kann er nicht sein. Er ist bestimmt noch in der Nähe. Sieh mal, der Köter wittert etwas. Dann lass ihn laufen. Los, fass das Dreckschwein. Aber der rennt ja zurück zum Dorf. Auf jeden Fall ist Sinclair in der Nähe. Holt die beiden Gefangenen. Ich will, dass er sieht, wie wir den Hexentest machen. Aber dann wird er doch bestimmt versuchen, seine Freunde zu befreien. Natürlich wird er das. Natürlich wird er das.
Der Fluss war dort, wo ich in das Wasser getaucht war, mehrere Meter tief. Unbeschadet hatte ich das andere Ufer erreicht und im Schatten einer Felswand Schutz gefunden. Völlig durchnässt holte ich mein Handy heraus und hoffte, dass es das Bad überstanden hatte. Komm schon. Hier ist Ihre Mobilbox. Sie haben keine 12 neuen Nachrichten. Verflucht nochmal. Dieses Gespräch war kostenlos. Mist. Die Hoffnung auf Hilfe von außen zerplatzte wie eine Seifenblase. Aber ich wollte mich nicht beschweren. Bis jetzt hatte ich sagenhaftes Glück gehabt. Also steckte ich mein Handy wieder ein und beobachtete die Dörfler gegenüber auf der Klippe. Irgendetwas spielte sich dort ab. Ich sah, wie die Männer zwei türgroße Bretter herbeischafften. Der Hexentest, schoss es mir durch den Kopf. Sie wollten tatsächlich dieses perverse Ritual aus dem Mittelalter durchführen. War damals eine vermeintliche Hexe nicht geständig gewesen, so hatte man sie auf ein Brett gefesselt und in den Fluss geworfen. Schwamm die Frau oben, hatte der Teufel seine Hand im Spiel und sie wurde verbrannt. Schwamm sie jedoch unten und ertrank, war ihre Unschuld bewiesen. In jedem Fall starb das Opfer. Ich zog mein Klappmesser und hoffte inständig, dass man Julia und Suko nicht gleichzeitig ins Wasser werfen würde. Gerald McKenzie hatte das Buch geholt. Wie einen kostbaren Schatz hielt er es umklammert, als ein kleines Boot die Insel erreichte. Zitas Insel. Er wusste, dass es nun kein Zurück mehr gab. Die Hexe wartete auf ihn. Komm, Gerald. Komm zu mir. Der alte Mann hörte Zitas unheimlichen Ruf. Langsam, wie an unsichtbaren Fäden gezogen, schritt er auf die Hütte zu. Nebel hüllte das Häuschen ein und ließ es inmitten der bizarren Landschaft des Sumpfes wie eine Zitadelle des Bösen erscheinen. Komm, ich warte auf dich. Gerald betrat die Hütte. Die Hexe begrüßte ihn mit einem triumphierenden Lächeln. Ihr Körper hatte sich verändert, die Köpfe waren verschwunden und der raupenähnliche Unterleib bestand nicht länger aus unbeweglichem Stein, sondern aus einer grauen, weichen Masse, die an noch nicht gehärteten Beton erinnerte. Das Scheusal deutete auf den Gegenstand in Mackenzies Armen. Du hast das Buch. Ja, Zita. Dann gib es mir. Darauf habe ich lange gewartet. Viel zu lange. Jetzt endlich werde ich den schwarzen Tod stürzen und sein Reich an mich reißen. Seine Untertanen werden mir dienen und meine Feinde werden auf dem Friedhof am Ende der Welt für alle Zeiten die Qualen der Hölle durchleben. Glaubst du wirklich, du bist der Macht des Buches gewachsen? Oh ja. Hast du denn niemals in dem Buch gelesen? Ich habe es einmal geöffnet. Doch schon die ersten Worte brachten mich fast um den Verstand. Hätte ich es nicht sofort wieder geschlossen, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Du bist nur ein Sterblicher. Du bist meiner Aufmerksamkeit nicht würdig. Geh. Du lässt mich am Leben. Verschwinde! Ungläubig blickte Gerald McKenzie die Hexe an. Dann wandte er sich um und schritt hinaus in die Nacht. Warum hatte Zita ihn nicht getötet? Gedankenverloren kletterte er in sein Boot, fasste die beiden Ruder und tauchte sie rhythmisch ins Wasser. Los! Bindet sie fest! Macht schon! Was wollen Sie eigentlich mit dieser Feigenaktion bezwecken? Glauben Sie wirklich, dass wir etwas mit Hexerei zu tun haben? Natürlich nicht! Ich will einfach nur sehen, wie ihr im Wasser um euer Leben kämpft! Sie sind ja krank, Mann! Ah, pass auf, was du sagst! Oder dir wird Schlimmes widerfahren! Schlimmes widerfahren? In wenigen Minuten bin ich tot! Was bitteschön soll mir denn jetzt noch Schlimmes widerfahren? Wir sind soweit, Boss! Dann werft sie ins Wasser! Fangt mit dem Schlitzauge an! Moment! Ich habe noch eine Frage. Was denn? Wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens wissen, ob das Buch der grausamen Träume wirklich existiert.
Ja, und es befindet sich an einem Ort gar nicht weit weg von hier. Ihr habt es im Dorf? Ich schätze, du wirst an der Hütte später noch vorbeikommen. Als Wasserleiche. Aber wer hat... Genug jetzt. Die Hexenprobe wartet auf dich. Werft ihn rein. Nein, wartet noch. Nicht. Das Brett war in den Fluss getaucht. Suko presste sich mit aller Macht gegen das Holz, vermied so jede Bewegung. Und dann tauchte das Brett langsam wieder auf. Der Chinese lag oben. Er schwimmt oben! Er ist ein Hexer! Suko! John? Ruhig, Suko, ich bin bei dir! Mann, John, bin ich froh, dass du da bist. Der erste Strick ist durch. Verdammt! Sie haben Julia reingeworfen. Ich weiß, Suko, ich weiß. Kannst du sie sehen? Nein, das Brett ist noch nicht aufgetaucht. Deine Hände sind frei, Suko. Das reicht, John. Die anderen Fesseln kriege ich alleine auf. Kümmere dich lieber um... Verdammt! Ich sehe es. Sie schwimmt unten. Los, beeil dich! Ich holte tief Luft und tauchte mit kräftigen Stößen Julia entgegen. Schon von Weitem sah ich, dass die junge Frau unter Wasser in Panik an ihren Stricken zerrte. Aber das half ihr nicht. Im Gegenteil. So verbrauchte sie ihren Sauerstoff nur noch schneller. Als ich sie erreichte und die erste Fessel losschnitt, hing ihr Kopf schon träge nach unten. Verbissen säbelte ich weiter. 2, 3 Stricke hatte ich gekappt. Vor meinen Augen tanzten bereits rote Kreise. Das Blut rauschte in meinem Schädel. Aber ich gab nicht auf, scheuerte die vierte Fessel durch und zerrte Julia an die Oberfläche. Doch da wartete bereits die nächste Überraschung auf mich. Da ist er! Er schießt ihn! Verdammt, ich glaub's nicht! John, hierher! Ich schwamm Julia im Rettungsgriff auf das Ufer zu, während Suko mir Deckung gab. An der gegenüberliegenden Klippe tobten die Dörfler, doch Sukos gezielte Schüsse verhinderten, dass sie nochmals auf mich anlegen konnten. An Land kümmerte ich mich sofort um die Holländerin, drückte ihre Arme vor und zurück. Es dauerte nicht lange, bis sie das Wasser aus den Lungen spie. Gut so, Mitch. Lass es raus. Oh, Scheiße. Na, geht's wieder? Ich glaub schon. Wir müssen sie zu einem Arzt bringen. Nein, nein, ich bin schon okay. Sieh mal, John, die Dorfbewohner, sie ziehen sich zurück. Ja, aber für wie lange? Wir müssen auf jeden Fall hier weg, Suko. Das können wir nicht. Warum? Das Buch. Es befindet sich ganz in der Nähe, flussabwärts. Woher weißt du das? Dieser Gartenzwerg hat's mir erzählt. Aber wir können Julia doch nicht mitnehmen. Ich sagte doch, ich bin okay. Ich kann auf sie aufpassen, John. Das ist die Gelegenheit. Ich weiß nicht, Suko. So langsam habe ich den Eindruck, dass wir alle von diesem Buch schon wie besessen sind. Aber wenn wir damit den schwarzen Tod vernichten können... Denk doch mal daran, welches Leid und Entsetzen dieser Dämon bereits verbreitet hat. Denk an Karin Mallmann. Du brauchst mich nicht daran zu erinnern, Suko. Ich war dabei. Aber ich riskiere nicht das Leben dieser Frau, um das einer anderen zu rächen. John, wir müssen das Buch holen. Wenn wir es jetzt nicht tun, werden noch mehr Menschen sterben. Unschuldige Menschen. Du weißt doch, dass ich recht habe. Nicht wahr? Ja, Suko, natürlich. Also. Können Sie aufstehen, Julia? Ja. Hören Sie, was wir vorhaben, könnte gefährlich werden. Wenn Sie wollen, bringt Suko Sie von hier fort. Aber Sie brauchen Suko. Er kann Ihnen helfen. Das stimmt. Und Sie wollen beide diese Menschen stoppen, nicht wahr? Ja, auch das. Dann komme ich mit Ihnen. Sind Sie sicher? Absolut. Okay, dann lasst uns ein für alle Mal in diesem Nest aufräumen. Boot. Es treibt am Ufer entlang. Da liegt jemand drin. Los, kommt! Fasst mit an! Ja! Das kann doch wohl nicht... Oh mein Gott! Ein alter Mann lag zusammengekrümmt in dem Kahn. 4 Lanzen steckten in seinem Rücken, aber er lebte noch. Behutsam hieften Suko und ich den Schwerverletzten an Land, legten ihn auf die Seite und kühlten seine Stirn mit Flusswasser. Oh. Bewegen Sie sich nicht. Wir werden Ihnen helfen. Ein Fehler... Ein schrecklicher Fehler. Er fantasiert. Hallo, können Sie mich hören? Wer sind Sie? Mein Name ist John Sinclair. Oh.
Der Sohn des Lichts. Ja. Mein Meister hat mich vor dir gewarnt. Er sagte, du seist stark. Wer ist Ihr Meister? Es ist der Schwarze Tod. Er kennt dich, Geisterjäger. Er hat schon früher gegen dich gekämpft. Du weißt es nur noch nicht. Oh, bitte. Oh. Was meinen Sie damit? Du musst das Buch finden. Zita hat es. Sie will den Schwarzen Tod vernichten. Aber nur, um seine Stelle einzunehmen. Das darf nicht geschehen. Das Morden muss aufhören, Sinclair. Finde Zita. Erfülle dein Schicksal. Wer ist Zita? Sie ist eine Hexe. Eine der Nachfahren von Gorgon. Ihre Macht ist groß. Sie... Bitte, wo kann ich sie finden? Etwas weiter flussaufwärts ist eine kleine Insel. Folge dem Licht. Es führt euch zur Hütte. Aber sei vorsichtig. Zita hat einen Plan. Sie will dich... Sie will was? Was will sie? Er ist tot. Was hat er damit gemeint, dass ich früher schon gegen den Schwarzen Tod gekämpft habe? Ich weiß es nicht. Aber der Mann lag im Sterben, John. Er hat vermutlich nur wirres Zeug geredet. Diesmal irrte mein Freund. Gerald Mackenzie war in seinen letzten Momenten völlig klar im Kopf gewesen, aber die Bedeutung seiner Worte sollte sich mir erst später erschließen. Sehr viel später. Mit einigen Mühen bewegten wir den Kahnfluss aufwärts und fanden die kleine Insel recht schnell. Es kam, wie es uns der alte Mann vorausgesagt hatte. Ein schwaches, rotes Leuchten führte uns zu einer Hütte, deren Eingangstür nur angelehnt war. Wir hockten uns vor dem Häuschen ins Schilf. Sieht ja wie eine richtige Einladung aus. Ja, ich hoffe, die haben Earl Grey. Dass Sie in dieser Situation noch scherzen können. Ach, wissen Sie, noch vor kurzem hatte man uns auf die Größe eines Streichholzes verkleinert. Wenn man das erstmal verdaut hat, sieht man vieles nicht mehr so verbissen. Und was sollen wir jetzt machen? Ich schätze, dass Zita mich nicht mit konventionellen Waffen angreifen wird. Also bin ich durch das Kreuz im Vorteil. Wenn ich hineingehe, kannst du mir den Rücken frei halten. Guter Vorschlag. Also dann. Bis gleich. Ich verließ meine Deckung und schlich langsam im schrägen Winkel auf die Hütte zu. Während ich mich dem Eingang näherte, holte ich mein Kreuz unter dem Hemd hervor und ließ es offen vor meiner Brust baumeln. Dann hatte ich die Tür erreicht. Vorsichtig legte ich meine Hand auf das Holz und drückte. Was ich sah, verschlug mir den Atem. Zita war ein Ungeheuer, ein grausames Gebilde aus einer anderen Dimension. Und neben mir auf dem Boden lag es, das Buch der grausamen Träume. Die Hexe hob ihre Arme, bedeutete mir, näher zu treten. Ich folgte ihrer Aufforderung und betrat den Raum. Ich heiße dich herzlich willkommen, Sohn des Lichts. Oh, ich bin ja richtig entzückt. Wie du siehst, will ich dich nicht angreifen. Noch nicht. Du ahnst nicht, wie sehr mich das beruhigt. Du bist wegen des Buches hier, nicht wahr? Der Gedanke ist mir gekommen, ja. Myxin hat dir davon erzählt. Kann sein. Auch mich hat er informiert, Sinclair. Der kleine Magier will uns gegeneinander ausspielen. Er selbst kann nicht an das Buch. Und jetzt hetzt er uns aufeinander, auf dass er als strahlender Dritter das Buch vom Schlachtplatz tragen kann. Was soll der Vortrag, Zita? Worauf willst du hinaus? Du hast dich einst mit Myxin zusammengetan, um das Dämonenauge zu vernichten. Warum verbündest du dich jetzt nicht mit mir? Warum sollte ich? Ich meine es ernst. Wir beide sind stark genug, um den Schwarzen Tod und Myxin zu vernichten. Wir könnten einen Neubeginn starten, das Gefälle von Licht und Finsternis in ein gesundes Gleichgewicht bringen. In der Tat, das könnten wir. Bedenke die Möglichkeiten. Gut und Böse kämpfen zusammen. Vernichten das, was einst war, um Platz zu schaffen für eine neue, eine bessere Welt. Ein verlockendes Angebot, Zita. Lass uns einen Pakt schließen, Sohn des Lichts. Hier, nimm meine Hand und beim Morgengrauen bricht der erste Tag einer neuen Ära an. Tut mir leid, ich kann nicht. Warum? Du bist mir echt zu hässlich, Baby. Ein Arm der Hexe schoss plötzlich vor.
Die eiskalten, dürren Finger legten sich blitzartig um meinen Hals und drückten unbarmherzig zu. Schon hatte mich ein zweiter Arm an der Schulter gepackt, dann ein dritter an den Beinen. Auf einmal schwebte ich in der Luft. Ein vierter Arm schnellte vor, doch ich konnte ihm ausweichen, griff nach meinem Kreuz und drückte es der Bestie auf den Arm. Brandgeruch stieg auf. Die Hexe schrie fürchterlich, ließ von meinem Hals ab. Junko! Schon packte mich ein weiterer Arm, schleuderte mich zu Boden. Hart prallte ich auf meine Schulter, doch ich ignorierte den Schmerz und presste mein Kreuz auf einen weiteren Arm. In dem Moment stürzte Zuko in die Hütte. Er zögerte keine Sekunde und schoss. Das Monstrum ließ von mir, wich zurück. Ich sprang auf, stürzte mich auf die Hexe und drückte ihr das Kreuz mitten ins Gesicht. Mehliger Staub rieselte lautlos durch die Luft. Zita, die Hexe, war vernichtet. Bist du in Ordnung, Zuko? Ich bin okay. Was ist mit dem Buch? Ja, Zuko, es liegt da vorne. Ich werde es... Ich hielt inne. Ein feines Vibrieren erschütterte den Boden, so als würde sich ein gigantischer Wirbelsturm ankündigen. Was ist das, John? Oh, verdammt! Los, raus hier! Aber das Buch! Wir müssen hier verschwinden, Zuko! Schnell! Das Vibrieren steigerte sich zu einem Beben. Zuko und ich stürzten aus der Hütte, sprangen zu Julia ins Schilf und legten uns flach auf den Boden. Es kam, wie ich vermutet hatte. Der schwarze Tod war gekommen. Du wirst das Buch niemals in Händen halten, hörst du? Niemals! Es gehört mir! Mir! Mit einem Kreischen, das nicht von dieser Welt stammte, verschwand der Superdämon wieder in den Dimensionen des Grauens. Das Buch der grausamen Träume hatte er mitgenommen. Zuko, Julia und ich richteten uns wieder auf. Erst jetzt erkannten wir das Ausmaß des Sturms, der einen Teil der Insel regelrecht weggerissen hatte. Das Boot war ebenfalls zerstört, sodass wir an Land schwimmen mussten. Auf dem Weg zurück ins Dorf trafen wir vereinzelt orientierungslos umherirrende Dörfler. Sie griffen uns nicht an. Im Gegenteil. Die meisten von ihnen konnten sich an nichts mehr erinnern. Der Fluch, der sie so viele Jahre lang heimgesucht hatte, war nun endlich von ihnen genommen. Ohne auf den geringsten Widerstand zu treffen, erreichten wir den Bentley. Wortlos stiegen wir ein und fuhren los. Weg von hier, Richtung London. Epilog. Sinclair? Du hast es also nicht geschafft. Oh, Myxin. Das Buch ist wieder in den Händen des Schwarzen Todes. Enttäuscht? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich den Schaden davon trage. Ach nein, wer denn? Es dauert nicht mehr lange, bis dich der Schwarze Tod herausfordern wird. Was meinst du damit? Die große Schlacht steht kurz bevor. Der Sohn des Lichts gegen das Chaos. Du meinst, es kommt zum Duell? Und wenn es so wäre, was willst du deinem Todfeind wohl entgegenhalten? Hä?